Hallihallo, Hallöchen, what's poppin', guys? Wie geht's euch? Herzlich willkommen zur 8. Folge? Ich glaube, es ist die 8. Folge meines Minecraft Hardcore Let's Plays. Wenn ihr euch gerade fragt, Moment, hier haben wir aber nicht aufgehört. Warum stehen wir hier? Warum haben wir eine Angel in der Hand? Und warum ist hier Cobblestone? Dann habt ihr vermutlich die beiden Angelvideos nicht geguckt. Die kurzen 2-3-Minuten-Videos. Ich habe insgesamt, glaube ich, wir können die Stats kurz gucken. Ich glaube, ich habe roundabout 6-7 Stunden geangelt. Und ich kann euch meinen Loot zeigen. Es ist surprisingly wenig guter Stuff. Es ist surprisingly wenig guter Stuff rausgekommen. Bin confused, weil ich eine Einstellung eingestellt habe, dass er. Pass auf, ich zeige euch kurz, was ich eingestellt habe. Ich habe Sprint Toggle. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was das heißt. Aber ich glaube, Sprint Toggle heißt, dass man an, also wenn man sprint, also wenn man läuft, dass er automatisch sprintet. Ich zeige euch kurz, was ich alles geangelt habe. Ich habe alles in das Fass gepackt. Das meiste ist richtig unnötiger Scheiß. Wir haben ein paar gute Sachen geangelt, würde ich sagen. Das ist der einzige Stuff, der gut ist, den wir geangelt haben. Der Plan hat nicht so ganz funktioniert im Sinne von, ich angel mir eine gute Angel. Bei den Bögen hat es einigermaßen funktioniert. Also ich habe 2 Unbreaking, 3 Bögen. Das glaube ich, das Maximum ist. Power 3 Infinity. Nochmal, ich habe 3 Unbreaking 3. Oh Lord. Also wir hätten hier Power. Also wir hätten insgesamt eine Power 4 Bogen. Power 5 Bogen hätten wir. Also das geht schon. Wir haben einen Power 5 Bogen mit Infinity und Unbreaking. Und die hier. Die Probably werden wir die hier nicht verwenden. Okay. Das, was viel, viel wichtiger ist, zeige ich euch gleich. Und zwar die Bücher. Bei den Büchern haben wir Knockback 2, Schmutz brauchen wir nicht. Unbreaking 3, Protection 3. Das könnte noch useful sein. Smite 4 brauche ich nicht. Unbreaking 3 klingt gut. Efficiency 4, Power 4 klingt auch gut. Und das hier ist absolut insane. Sharpness, Sweeping Edge und Looting. Also das behalten wir auf jeden Fall. Den Rest können wir actually disenchanten. Ich glaube, wir können auch das hier alles disenchanten. Den hier behalte ich mal zur Sicherheit. Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann bringt uns das nichts mehr. Bücher disenchanten ist ganz gut, ne? Das hier ist die Angel, die ich geangelt habe. Da ist kein Lure drauf und nur Luck of the Sea 2. Aber dafür Mending. Die kann man straight up wegschmeißen. Den ganzen Stuff kann man einfach wegschmeißen. Probably sollten wir die Angel nicht wegschmeißen. Auch wenn die kaputt ist, maybe kann man die ja noch enchanten. Und gucken, dass eine gute Angel rauskommt. Okay, wir können uns ein Bücherregal craften. Ich weiß, dass wir uns welche kaufen können. Bei meinem Lieblings-Villager hier unten. Warum seid ihr jetzt doch wieder alle zusammen hier, hä? Hm? Wo kommt ihr denn her? Ich weiß nicht, was passiert ist, während ich angeln war. Aber offensichtlich haben die sich vermehrt. Ich
ich glaube, hier kommen halt immer wieder Villager her und wollen den Job holen. Das ist okay, ne? Wenn die hier freiwillig ins Loch fallen, ist actually super fein, weil dann können wir hier quasi unter meinem Haus so eine Art Villager-Trading-Ding starten. Das ist schon okay. Jetzt ist nur die Frage, wie wir das mit den Büchern machen. Ich überlege gerade. Also wir können auf jeden Fall nochmal... Okay, wir brauchen unser Werkzeug wieder. Ich bin komplett aufgeschmissen jetzt. Ne? Letzte Folge habe ich, glaube ich, gesagt, dass wir minen gehen. Warum sage ich das so komisch? Ich weiß nicht, was los ist mit mir. Dass wir in die Minen gehen. Es wird immer weirder. Aber jetzt sind wir ja, also, muss ich vorstellen, ich habe jetzt 8 Stunden oder so geangelt. Oder 6 Stunden irgendwie so. Und jetzt will ich dann doch erstmal ein bisschen chillen und gucken. Komm, wir kaufen uns, wir bauen uns so ein Tor, damit wir da einfach rein können zu dem Gehege. Ich glaube, wir haben vielleicht auch noch irgendwo eins. Nee. Boah, wie kriegen wir denn? Ah, hier. Okay. Das ist jetzt aber auch schnell sein mit dem Placen, ne? Weil ich würde gerne ein paar dieser Kühe töten. Das hier ist, glaube ich, die Mitte. Gut, das hat es nicht mehr lang gemacht. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kannst du bitte weggehen, Kleiner? Okay, 4. Ja, komm, wir töten noch 2, ne? Mann, die sind ja zu viele Babys. Oh, 2 Leder, huge. Ja, ungerade Zahl ist jetzt nicht so gut. Komm. Sechs Leder ist fein, ne? Das gibt uns neue Bücherregale. Ist ja die Frage, ob wir uns jetzt eine Eisenachs wieder traden. Eigentlich sollten wir die traden, aber wir haben keinen. Wir haben keine Ressourcen dafür. Generell gar nichts mehr kann das sein. Was sind die ganzen Sticks hin? Haben wir die jetzt in das Fischerding geräumt, oder? Probably. Naja, dann gehen wir mal die Bäume hier fällen. Den wäre ja nicht ohne Grund gepflanzt. Der Sound ist super laut bei mir, ne? Ich hoffe, dass das bei euch nicht so schlimm ist. Ich habe überlegt, also dieser Music Mod ist scheinbar nicht so gut. Ich glaube, ich werde den beim nächsten Mal wieder löschen und gucken, dass ich einfach einen Minecraft Music Player anschließe. Es gibt auch so Mods, die einfach Musik spielen kann. Und dann suche ich mir einfach dementsprechend chillige Musik aus, die gut passt zu Minecraft. Dann ist es halt nicht Reactive Music, sag ich mal. Aber ist ja auch whatever. Ich habe dann nämlich schon ein paar Ideen, was für Musik gut passen könnte. Für Minecraft. Gut. 6 Bücher, das sind 2 Bookshelves. Ich höre hier eine Katze. Ist hier eine Katze im Haus? Ah, oh, die Katze. Come on. Come on. Bro, er läuft einfach weg. Komm doch her. Du, komm doch jetzt her, du Hurensohn. Sorry, sagt man nicht, ne? Tut mir leid. Ja, 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 ja. Mann. Hat er mich?
Hallo. Geil, wir haben eine Katze, Guys. Wir haben eine fucking Katze, Mann. You already know. Und wir bleiben die Nacht wach, glaube ich, weil durch das Angeln habe ich jetzt auch nicht geschlafen, quasi. Maybe haben wir jetzt eine Chance, auf coole Phantome zu sehen. Maybe sehen wir in dieser Folge die größten Phantome der Welt. Ich glaube, macht 15, ne? 1, 2, 4. Wir haben 10 Stück. Ja. Fehlt noch ein bisschen was. Ich würde sagen, wir traden uns noch ein paar Sticks. Weil wir haben diese... Wir haben, glaube ich, 3, 4 von diesen komischen Villagern geholt, ne? Ich mache mal überall Fackeln hin. Ich will eigentlich nicht, dass hier irgendwas spawnt. Nee, du bist der Falsche. Wo ist denn der Richtige? Das Ding ist, die schlafen halt alle irgendwo, ne? Nicht mal im Bett drin. Das ist der Fischer-Dude. Was bist du für einer? Ah, du hast ja mit der Eisenachse 3 Emeralds. Ja, das werden wir ja wohl noch kurz. Der ist der Fletcher. Sorry, dass ich dich so nachts aufwecke. Also. Eigentlich würde ich jetzt schon gerne schlafen. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe ja schon gesagt, Phantome müssen nicht immer spawnen. Aber auch beim Angeln habe ich nicht einmal Phantome gesehen. Wo? Ach, das konnte man irgendwo nachgucken. Ob überhaupt Phantome spawnen können in dieser Welt. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass... Aber ich habe in den Welteinstellungen eigentlich nichts geändert. Weil nicht, dass ich aus Versehen eingestellt habe, dass Phantome gar nicht spawnen können. Gibt es halt die Game-Einstellung. So, Katze, komm mal rein. Ja, die... Muss ich nicht irgendwo hinhocken? Ist die aufs Bett oder so? Ja, komm, geh aufs Bett. Ich bin super confused, was das angeht. Ich höre nur noch. Ah, das spawnt auf jeden Fall ein Monster. Also daran liegt es nicht. Okay, fair enough, daran konnte es auch nicht liegen, ne? Das reicht schon wieder nicht, ne? Den Baum will ich eigentlich nicht fällen, weil der sieht so besonders aus. Holy shit, der ist full enchanted Chain Armor. Mit dem legen wir uns besser mal nicht an. Ja, okay. Ich mache jetzt was, was ich eigentlich nicht machen will, aber... Wir brauchen diesen Stick. Geil. Und da gestern gehen wir schlafen. Ich verstehe nicht... das Ding ist, ich kann, glaube ich, auch nicht nachgucken. Ich müsste quasi cheaten können, um das nachzugucken. Weil diese ganzen Game Rule Commands, die kann ich hier gar nicht... Kann ich die hier nachgucken?
Stehen hier die Nee. Weil wenn man eine Welt startet, kann man das einstellen, soweit ich weiß. Aber das war's doch schon. Ich tu mal die Angeln hier rein, ne? Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir gehen jetzt einfach in die Cave. Und lösen das hier alles wann anders. Zack, rein mit euch. Hier sind noch Fackeln. Dich nehmen wir mit für eine Fackel. Haben wir irgendwo noch Food? Haben wir alle Brote schon gegessen? Dann gehen wir noch kurz Food farmen. Euch brauchen wir. Dich nehmen wir mit. Weg mit dir. Als ob wir kein Food mehr hätten. Weil die Äpfel will ich sich auch nicht verbrauchen, weil daraus könnten wir Golden Apples machen. Können wir vielleicht Villager retten oder so. Dann machen wir uns halt ein paar Brote. Ah, Mann, vor Caven habe ich ein bisschen Angst. Wir könnten auch einfach ein bisschen exploren, wenn wir wollen. Den Atlas mitnehmen und in diese Richtung gehen, habe ich mich jetzt entschieden. Weil ich weiß nicht, was gefährlicher ist von beiden. So, wie viel? 47, das reicht nicht. Ackern wir die anderen Felder auch noch ab. Hier ist auch noch ein Gehege, merke ich gerade. Was ist das für ein Mischmaschfeld? Noch ein Creeper. Oh Gott. Dieses krass von Creeper habe ich immer noch Angst vor. Aber ich merke gerade, ich war gerade überhaupt nicht ready, Rechtsklick zu drücken. Ich kann den Schaden ja basically annullieren eigentlich, wenn ich Rechtsklick drücke. Aber irgendwie war ich dafür nicht mal ready. Ach, und ich wollte die Aufnahmeeinstellungen ändern. Shit, ey. Dumm. Okay, das sollte reichen. Ich meine, mehr können wir jetzt eh nicht abfarmen. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesen ganzen Körnern soll. Könnte man in den Composter packen. Aber ich bin faul. 26 Brote, mehr nicht. Na schön. Gehen wir jetzt caven oder nicht? Wir gehen exploren, ne? Wenn wir exploren gehen, dann. Wir haben nur ein Schwert. Scheiße. Ja, wird schon reichen. Ja, was wir aber mitnehmen können zum Exploren, ist ein Pferd. Und unseren großen Atlas. Denn wir haben einen Pferdesattel. Die habe ich nämlich. Ich habe die Sachen wieder eingesammelt. Die habe ich nämlich geangelt. Und ich bilde mir ein, dass hier in diese Richtung ganz viele Pferde waren. Und dann können wir doch da eins stibitzen, damit das Reisen schneller geht. Sollten wir uns ein Bett mitnehmen? Boah, maybe sollten wir uns irgendwo ein Bett joinken. Ah, in dem großen Haus schläft nämlich keiner. Damit wir die Nacht quasi pennen können. Ich glaube, in dem hier hat keiner geschlafen. Das wird schon passen. Bye, Dorf! Jetzt ist natürlich wahrscheinlich der Vorführeffekt. Und hier ist
kein Pferd, right? Das ist nicht euer Ernst. Da ist ein Pferd, um Gottes Willen. Ich dachte schon, da ist jetzt nur ein Esel. Das hier ist so scheckig, right? Ich habe bei dem Pferd ein ganz gutes Gefühl. Das nehme ich auch so alleine. Muss man dafür mit der leeren Hand drauf? Oh, okay. Ich kann gar nicht auf mein Inventar zugreifen, während ich auf dem Pferd bin. Komm, liebe mich, Pferd. Liebe mich. Oh, das ging schnell. Das ging in der Tat schnell. Ja. Ah, da wäre auch noch eins gewesen. Kann das. Ich weiß gar nicht, wie man sieht, ob das Pferd gut ist. Springen ist jetzt auf jeden Fall jetzt nicht so der Bagger. Springt gerade mal einen Block hoch. Okay, also. Ich hoffe, dass sie das Reiten auch mal overhaulen. Ich weiß, dass sie Pferde overhaulen, aber das Reiten an sich wäre auch gut. Weil das ist ein Scheißkrampf, wirklich. So, hier sieht es halt ziemlich Malina Minecraft aus, ne? Also ich meine, I guess. Oh, hier ist nochmal so ein Bienending. Boah, mit Silk Touch können wir uns wirklich so eine Bienenfarm bauen. Ehrlich wahr. Ist auch keine Wüste weit und breit, ne? Ich habe halt ein bisschen das Gefühl, dass wir hier auf einer Insel sind. Oh, wow. Oh, okay. Krass. Ja, dann müssen wir doch nach da jetzt. Ich glaube, wir sind ja auf so einer kleinen Insel. Da hinten ist das andere Dorf. Ja, dann erkunden wir halt doch ein bisschen um uns herum die Gegend. Ist ja auch egal, ne? Das Ding ist, bis zu 1.20 dauert es eh noch ein bisschen. Also, whatever. Okay, das war... Hier ist halt nicht so viel, ne? Hier sind zwei Dörfer und das war's. Hier ist nicht so viel krasser Shit. Hat die Karte, also hat der Atlas eigentlich Maps? Der hat noch eine leere Map. Aber da wissen wir ja noch gar nicht, wie das funktioniert, ne? Ey, diese Schluchten hier. Junge, Junge, Junge. Krass, ey. Können Pferde langsam reiten? Ne, die können nur schnell, ne? Boah, actually soll ich die hier probably mitnehmen. Merke ich gerade. Die Kühe. Fürs Leder. Die denn her? Machst du dich denn verschickt? Dann müssen wir nicht unsere eigenen Kühe töten. Junge, einfach Anime-Move. Oh, Scheiße. Das sieht schon krass aus, irgendwie. Ist das ein Azalea-Baum? Weil der so alleine steht da. Da hinten ist schon wieder so ein Pilzbiom. Irgendwas stimmt mit dieser Welt nicht. Irgendeiner von diesen Mods muss das irgendwie weird machen, ich bin ehrlich. Das ist schon das dritte Mal, dass wir den sehen. Dieses Biom. Diese Bäume. Ich meine, das ist auch ein neues, ne? Da waren wir ja noch gar nicht. Krass, ey.
kann mich ja, wann wir schlafen können. Weil der Shader lässt es erfahrungsgemäß immer früher dunkel wirken, als es eigentlich ist. Hier ist Kohle. Probably sollten wir hier das Lager aufschlagen. Denn wie ich gelernt habe, haben wir auch einen Kohlemangel zurzeit. Dem wollen wir doch mal entgegenwirken. Kann ja nicht angehen. Eisenmangel haben wir nicht. Wir essen genug Fleisch. aber wir können es trotzdem mitnehmen. Ja, dann scheinbar ist diese Erkundungstour relativ schnell vorbei, wenn das aussieht, wäre es wenn wir so eine kleine Insel. Boah, die Musik schüttelt aber ganz schön rein gerade. Ich nehme jetzt diese Eisenpickaxes, weil ich die halt habe, ne? Ich weiß, dass ich da eine Dia-Pickaxe im Inventar habe, die Efficiency und Unbreaking hat, aber ich habe halt die Pickaxes. Das ist ein cooler Minecraft-Zug, den kenne ich nicht. Das könnte aber auch einer der neuen sein durch den Mod. Ich frage mich, warum das noch keiner gemacht hat, einen Minecraft-Mod, wo es einfach öfters Musik ist. Und so gefühlt pausenlos halt. Das ist doch in anderen Spielen auch immer, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? In anderen Spielen läuft ja auch 24/7 Musik, right? Zapet sollten wir mitnehmen. Oder ist das einfach Einbildung? Das stimmt nicht? Maybe ist das nicht so. Maybe denke ich mir das nur. Also meine Idee zum Beispiel war dann, dass ich straight up so andere Videospielmusik nehme, die passt. Bro, das ist vor allem, das sehe ich ja jetzt erst im Hellen, das ist so ein Eisbiom neben so einem Pilzbiom. Junge, diese Welt ist crazy, wirklich. Krass, ey. Alter, und hier ist das... Und hier ist diese Insel jetzt vorbei? Nee, ne? Die ist connected mit der Insel. Ist nur die Frage, ab wann... Also... Wir müssen wegen der Karte auch gucken. Ich möchte da keine leeren Stellen drin haben. Ach, es tut mir doch leid, die Kühe. Okay, im F5 die Kühe zu töten ist, abenteuerlich. um es positiv auszudrücken. Das Ding ist, die Pferdeansicht ist einfach so scheiße. In First Person. Kann ich, hitte ich damit mein Pferd? Ah, ich hitte damit gar nicht mein Pferd, ach so. Wie konnte man sich denn nochmal... Konnte man sich nochmal Hilfe anzeigen? Ah, shit, ey. Ja, ich komme nicht drauf, weil es gab irgendwas, wo man Hitboxen. F3H vielleicht? Für Hitbox? Nee. Ja, ich komme nicht drauf. Vielleicht F3K. Ne, das Shader disablen. Das wollen wir nicht. F3G? Das hat Chunk Borders, hatten wir auch schon. Hier ist einfach ein Schiff. Hier ist einfach mittendrin ein Schiff. Das ist hier ein Beach. Das hier zählt als Beach-Biom. Huh. Dann ist das da drin vielleicht ein Ozean quasi. Ja,
Ich meine, also... Ein Moosblock. That's not bad. It's not bad at all. Da waren wir schon. Das ist auch nur die eine Kiste, ne? Das ist jetzt genau, also es gibt literally die schlechteste Kiste, die es gibt. Das Schiff ist so kaputt, es gibt nur die schlechteste Kiste. Perfekt. Naja, ne? Mit einem Geschenkengaul schaut man nicht ins Maul oder so. Irgendwie so ging das doch. Ey, dann finde ich auch den Anfang. Also, unser Anfang ist schon echt cool irgendwo, aber irgendwie finde ich den jetzt nicht mehr so cool. Wir haben einen Moosblock. Ich weiß nicht, wie selten das ist, den so zu finden. Da ist unser Fischsee. Na, da hinten ist unsere kleine Steinhütte, wo ich gefischt habe. Übrigens, mit dem Mod hat das, also mit dem Shader macht das so viel Spaß, ne? Das sah so cool aus immer. Das ist einfach krass, ey. So ein Shader kann das Spiel so hardcore verbessern, ne? Gerade dieser Shader, ich bin so begeistert von diesem Shader. Wie schön dieses Spiel einfach ist dadurch. Das ist crazy. Ich hoffe, dass mit dem Sound alles passt. Ich habe beim Sound was beim Aufnehmen umgestellt. Dass ich, also während dem Fischen habe ich das vor allem umgestellt, weil ich nicht wusste, ob ich den Sound mit reinnehme oder nicht. Und dann wollte ich nur den Game-Sound anhaben, weil ich habe nebenbei einen Film geguckt und so. Oh. Das ist ein Trader. Was man nicht alles tut für zwei Leinen, ne? Sorry, das war ein bisschen psycho. Ich habe einen Film geguckt nebenbei und das wird halt dann nicht aufgenommen. Aber ich glaube, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber tatsächlich glaube ich, dass die Audio von Filmen und sowas sowieso rausgefiltert wird. Aber so ganz sicher war ich mir da nicht. Weil... Ich glaube auch zum Beispiel könnt ihr mit OBS keinen Netflix aufnehmen. Ja, was ja Sinn macht, ne? Das ist ja wie bei Discord. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ich konnte es auf jeden Fall nicht. Also bei mir war der Sound dann nicht da von den Anwendungen. Aber ich habe gar nicht getestet, ob... dafür alles andere. Also ich habe nicht getestet, ob die Audio dann ganz einfach weg war oder ob das Game trotzdem aufgenommen wurde. Müsste ich mal testen, actually. Das war ich jetzt actually relativ relevant, ne, aber... So, wie viel haben wir denn? Wir haben 28 Leder und 47 Raw Beef. Ich glaube, so langsam reicht das auch. Allerdings, wenn wir schon mal hier sind. Komm her. Was macht eigentlich mehr Schaden? Diese Axt, ne? War da ein bisschen eine Babykuh? Ach, es gibt Möglichkeiten, dass Babykuh spawnen, oder? Ich schwöre, früher hat man sein Pferd noch geschlagen. Okay. Das sind die letzten Kühe, I swear. Hier ist ein Flower Forest, wenn ich das richtig... Okay, hier muss ich mal... Hier muss ich mal runter von meinem hohen Horse. Hä? Hohen Ross? Hohen Horse? Junge, also... Kann ich den nicht one-shotten? Das soll ein Flower Forest sein, ja. Krass, ey. Ja, wir haben coole... Also wir haben schon echt... coole Biome neben uns und verrückterweise auch ganz viele kleine Biome. Das finde ich gerade am faszinierendsten.
So, dieser Flower Forest ist ja nicht groß. Aber wir sind wirklich in so einem Nirgendwo, ne? Wir sind so weit weg von allem. Krass, ey. Das sind Schildkröten. Da ist der Dschungel da hinten, ne? Ich glaube, in die Richtung geht's halt weiter. Krass, ey. Wir sind so abgeschnitten von der Außenwelt. Was cool ist, to be honest, weil dann kann man auf dieser Insel viel bauen. Aber ist auch gleichzeitig ein bisschen traurig. Weil das irgendwie auch jetzt, zumindest für mich jetzt gerade heißt, es gibt wenig zu entdecken auf dieser Insel. Oder in nächster Nähe zumindest. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern ich hier überhaupt noch mit dem Pferd durch kann. Hier ist wieder diese Burgs. Wir müssen halt in die Richtung und hoffen, dass da irgendwas ist. Scheiße. Das Ding ist, wir waren ja auch in einem Dschungelbiom. Hatten wir schon eine Wüste? Wir hatten noch keine Wüste, glaube ich, ne? Oder bin ich gerade übelst confused? Die ganze Welt ist ein bisschen seltsam, finde ich. Wisst ihr was? Ich gehe an der Küste entlang. Ich fühle das jetzt gerade, hier an der Küste entlang zu gehen. Weil wenn wir eine Insel haben, dann können wir da einmal einen Bogen drum machen. Wir können ja auch auf den Baumwipfeln entlang reiten. Das hier sieht wieder aus wie ein riesiges Loch. Ja, aber jetzt passiert nämlich das hier. Da hinten sieht aus wie eine Savanne. Wie könnte hier das ein Schiff? Wie könnte da vielleicht ein Dorf sein oder so? Was ist denn gerade unser, okay, wir sind schon Maximum Chunk Border. Sind das nicht, Junge? Ich dachte gerade, das wäre ein Creeper. Oh, dieser Dschungel sieht kinda scary aus, not gonna lie. Irgendwie, ich glaube, das kommt durch den Shader, aber irgendwie wirkt der Dschungel sehr scary. Ich könnte auch, also honestly, was probably die beste Lösung wäre, was aber arsch viel Arbeit halt ist, ist quasi in Post-Production einfach Musik einzufügen für euch und ich habe halt keine. Dann könnte ich krass reactive Musik machen, aber das ist halt, honestly ist das ein Haufen Arbeit. Maybe eines Tages. Also wirklich Lust habe ich da jetzt nicht drauf. To be honest. Sollten wir hier irgendwas mitnehmen? Ich meine, der Dschungel ist direkt nebenan. Wir können ja jederzeit was holen. Aber gut zu wissen, dass wir hier Kakaoboden und so haben. Bambus haben wir hier auch. Das heißt, das ist... Ich weiß nicht, ob mittlerweile, ob das normal ist, dass im Dschungel Bambus wächst. Aber wir hätten es in der Theorie hier. Ganz dichter Dschungel. Ist halt wieder eine wärmere Gegend hier, ne? Ach du Scheiße. Wärme der Gegend ist okay, ne, aber... Ja, wobei, so warm ist es ja gar nicht, ne? Swamp kann da bestimmt auch hier in der Nähe sein. Da ist die Pyramide! Geil. Pyramide wird auch in der nächsten Version interessant, ne? Deswegen habe ich gerade so ein bisschen... Zwiespalt beim Looten und Entdecken von Stuff. Weil in der nächsten Version ändert sich ja der Loot bei nahezu allen Strukturen eigentlich. Weil da diese Armor-Trim-Templates zu finden sind. Bro,
die Musik gerade, what the fuck? What the fuck? Was ist das für eine Musik? Oh, ach hier. So, ich bin ja kein Vollidiot, ne? Ich weiß Bescheid über die Pressure Plates. Ich frag mich da bis heute, warum sie nicht so eine Redstone Chest machen oder sowas. Aber müssen sie wissen, so. Piercing 4. Okay, die Kiste sieht aus wie Turbomüll. Wir nehmen es trotzdem mal mit. Aqua Affinity, das ist okay. Lure 1, das ist auch gut. Lure können wir gebrauchen. Können wir unsere Angel aufbessern. Piercing 4. Ja. Die Musik meist, also die Musik irgendwie lässt mich unwohl fühlen. Bin ich ehrlich. Ja, Sattel brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir haben genug Sattel. Wir haben dadurch unsere erste Pyramide gelootet. Das ist doch schon mal was. Das heißt, wir haben hier... Junge, was dieser... Habt ihr das gerade gesehen? Das ist probably noch seltener als eine Pyramide, und zwar ein Brunnen. Hier sind Korallen. Boah, krass, ey. Oh, jetzt haben wir eine neue Seite angefangen, scheinbar. Zumindest, ich bin mir nicht sicher. Der Brunnen macht zur jetzigen Zeit gar nichts. Ich bin gespannt, ob sie in der 1.20 dann die Blöcke einfach ersetzen, wenn die nicht angefasst wurden, weil dann kann da nämlich Suspicious Sand sein, mit dem wir archäologisch Items finden können. Ich frage mich, wofür die zweite Map jetzt war. Weil wir haben die jetzt benutzt, aber ich weiß gar nicht wofür. Oh, krass, ey. Die Musik ist übelst schön jetzt. Die Musik ist neu. Das ist keine von Minecraft selber. Dementsprechend finde ich die ganz so weird. Wir haben hier ein riesiges Dschungelbiom. Maybe kann hier in der Nähe eine Swamp sein. Also wir haben ja ganz viele ähnliche Biome auch. Ganze Plains, ganz viel Dschungel ist um uns rum. Ganz viel Lag auch. Ich habe mich schon immer gefragt, ob die Render-Distanz die Maps beeinträchtigt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Maps generieren einfach in einem bestimmten Value, der nicht von der Render-Distanz abhängig ist. Hier sind wir in einem leichten Dschungel, in einem Sparse Dschungel, also so einem weniger durchforsteten. Und da hinten ist ganz dicker Dschungel, ey. Da ist tatsächlich noch der ein oder andere Dschungeltempel. Ich weiß noch nicht, ob der Kistenloot generiert wird, wenn wir die nicht öffnen. Hier sind Kühe. Nehmen wir noch mal mit. Weil, wieso nicht? Ich glaube, dann haben wir unseren Full Enchanter auch ready bald.
41 Leder, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Boah, die Musik lässt halt auch gerade übelst scary wirken, weil ich die nicht kenne. Das ist Lavasee. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir machen die Folge so lange, bis wir wieder zurück sind. Hier sollten wir ja schon gewesen sein, quasi. Hey, wir haben sogar einen Bambusdschungel in der Nähe, wenn ich das da hinten richtig sehe. Da ist so ein kleines Fleck Bambusdschungel. Das heißt, wir haben sogar eine Chance, dass Pandas in unserer Nähe spawnen, right? Das ist ja übelst krass. Ja, das ist ein Bambusdschungel hier. So ein ganz kleiner. Junge, dieser Seed ist so krass. Kann man ausrufezeichen Seed? Oh, das geht. Das ist der Seed, wenn ihr den sehen wollt. Ich dachte actually, dass das nicht geht. Aber maybe, ich habe mich ja schon mal in den Game Mode gemacht. Weil ich habe es ja, glaube ich, in der vorletzten oder letzten Folge. Nicht in den Game Mode, aber halt in Open to Learn, damit ich Cheats benutzen kann quasi. Also Commands, weil ich wollte ja eigentlich einrichten, dass man die Spielzeit sieht. Stellt sich heraus, das Scoreboard zählt erstens nicht in Minutenschritten, sondern in halt Sekunden oder so. Ich bin mir nicht sicher genau, wie er die Zeit zählt, in Ticks kann noch sein. Und zählt auch erst ab dem Moment, an dem der Timer anfängt. Ist ein bisschen ein Bummer, maybe kann ich gucken, ob ich die Game Time zeigen kann. Ich will jetzt schleunigst schlafen eigentlich. Könnte es maybe ist dadurch irgendwas mit den Phantomen passiert oder ich habe einmal geschlafen und mir fällt es doch einfach nicht ein. Weil, also wie gesagt, die müssen nicht spawnen immer, aber es ist halt schon sehr sass irgendwie, dass sie nicht spawnen. Finde ich zumindest. Wir können ja mal gucken. Ne, guck, der Game Mode, den kann ich nicht machen. Und Scoreboard geht auch nicht. Na gut. Okay, den dichten Dschungel möchte ich halt ungern mit dem Pferd jetzt erkunden. Da müssen wir uns per Hand durchschlagen. Aber schon mal good to know. Hier haben wir Old Growth Birch Forest. Okay, das ist gar kein. Ist das dieser seltene Birch Forest oder nicht? Ich meine, allzu selten wirkt er nicht, weil gefühlt jedes zweite Biom von uns ist so eins. Können wir den mit der Leine irgendwie ziehen? Ja, ne? Weil nahezu jedes zweite Biom, wo wir durchgelaufen sind, war ja so ein Birch Forest mit hohen Bäumen. Das ist stressig. Eieiei. Ah nein, wir haben die Karte gar nicht draußen. Psst. Wo bin ich denn gerade? Also ohne die Minimap wäre ich wirklich aufgeschmissen, ich bin ehrlich. Ich bin hier. Ich bin bei dem anderen Dorf jetzt, oder? Ja, ja, da ist der Wandering Trader ohne Lamas. Der hat seine wohl verloren. Okay, ich nehme alles zurück. Unser Pferd ist ja übelst der Weitspringer, hä? The fuck? Ist unser Pferd plötzlich besser geworden? Dann gehen wir doch nochmal hier kurz hoch. Aber da ist dann auch der Dschungel. Weil wir waren ja überhaupt nicht bei uns, quasi. Okay, nächste Folge gehen wir wirklich in die Höhlen. Ich verspreche es euch. Nächste Folge gehen wir meinen. Boah, hier ist auch schön, ey, ehrlich.
ein Lavasee. Wow. Krass, ey. Das ist schon ein sehr, sehr krasser Ort, den wir uns hier ausgesucht haben, sage ich mal. Ich meine, I guess der Ort hat uns ausgesucht, ja. Viel Bäume, viel Chance für Rodung, sage ich mal. Um es so auszudrücken. Boah, ich weiß noch, weil ich gerade diesen Abschumpf gesehen habe. Einer der ersten Minecraft-Mods, den ich gespielt habe, war so ein Mod, da konnte man sich so... Boah, ich weiß gar nicht, wie das war. Da konnte man sich quasi so Minecraft-Klone machen oder so Steves halt. Diese Standard-Minecraft-Models, die halt für einen dann Holz gehackt haben und sowas. Und das war actually sick. Da hast du halt so einen Bauarbeiterblock, so einen Holzfällerblock hingestellt, dann hat er für dich Holz gefällt. Und das war, irgendwie war das cool, weil ich habe dann damals so eine Burg gebaut und hatte dann so quasi mein Volk, was für mich gearbeitet hat. Und die hatten auch, also, oh, sorry Pferd, die hatten auch keine Skins. Die waren straight up einfach die Steves. Ja, besser wird's nicht, ne? Ja, ist ein Bummer, ne? Ist jetzt nicht die Erkundungstour, die ich mir vorgestellt habe. Aber wir sind sicher im Dorf wieder angekommen. Ich guck mal, wo ich mein Pferd anleine. Wir könnten es hier anleihen, aber honestly ist doch drüben am See ein viel besserer Ort, ne? Hier hat's das Pferd doch viel schöner. Uiuiui, wir haben zwei Bücher gefunden. Wir können jetzt noch die Bücher gerade machen und dann entlasse ich euch auch schon wieder. Ah, wir können keine Bücher gerade machen, weil... ich glaube, wir können keine machen. Ja, nicht so viel, Bro. Wir haben kein Holz. Wenn ich das richtig sehe, fehlt uns kein Holz. Ey, das kann nicht wahr sein, dass uns 24/7 Holz fehlt. Aber ich meine, uns fehlen ja auch nur noch 5. Das war nämlich dieses Debakel. Wie baut man einen schönen Enchanting Table, ohne dass es kacke aussieht, weil du... Also wir werden, glaube ich, 6 Stück bauen. Hier noch 2 hin oder so. Oder hier auf jeden Fall. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall noch genug. Brauchen wir eins dieser Bücher nicht? Ich meine, das ist alles eigentlich ganz cool. Die haben wir auf jeden Fall. Na gut, dann machen wir nächste Folge doch nochmal ein bisschen eine Micromanage-Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bedanke mich fürs Zugucken und man hört sich. Macht es gut, Guys. Bleibt geschmeidig. Vergesst den Like nicht, vergesst, keine Ahnung. Macht's gut.